Alaikum salam wa rahmatullah. Das ist Quatsch und Unsinn und ein missverstandener Hadith. Yani, es ist immer wieder verstörend, dass die Leute sich anmaßen, ohne irgendwelche Kompetenzen an diesen Texten ranzugehen und davon abzuleiten, was sie vermeintlich zu verstehen meinen. Diesen Hadith hat niemand so verstanden, aus mehreren Gründen. Eines davon, aus welchem Recht nimmt sich, was für ein Recht nimmt sich der Khatib, der welcher nur ein Anwerber ist, zu sagen, diese Frau ist an mir gebunden, bis ich es ihr erlaube. In dem Hadith ist nicht die Rede davon, dass er es der Frau erlauben muss. Es geht darum, dass er ein Vorrecht hat. Das heißt, wenn ich an der Reihe stehe, dann hat niemand das Recht vorzudrängeln und auf etwas, sich an etwas an sich zu reißen, wo ich eigentlich Vorrang hatte. Und deswegen heißt es im Hadith nicht, bis er es ihr erlaubt, sondern bis er es seinem Bruder erlaubt. Denn das führt zu Feindseligkeit und zu Streit unter den Muslimen. Daher sagte Shafi'i, rahimahullah, wie es Tirmidhi erwähnt, Tirmidhi in seiner Sunnah Tirmidhi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, dass Shafi'i in Bedeutung des Hadiths sagte, er sagte, das gilt, wenn die Frau sich zu ihm geneigt fühlt und mit ihm zufrieden ist. Dann darf niemand mehr weiterkommen und bei ihr anwerben. Sollte es aber vor ihrer Zufriedenheit sein oder nachdem sie ihn abgelehnt hat, dann ist darin dagegen nichts auszusetzen. Und daraufhin deutet auch der Hadith von Fatima bint Qais, als sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, dass Abu Jahm ibn Hudhayfa und Muawiyah ibn Abi Sufyan beide um ihre Hand anhielten. Beide haben sie angeworben. Und das wäre natürlich nicht legitim nach dem Verständnis dieser Person, aber weil sie sich noch mit niemandem zusammen zufrieden gegeben hatte oder weil man das nicht in Erfahrung bringen konnte, haben beide um ihre Hand gehalten und daraufhin empfahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Abu Jahm farajunun la yarfa'u 'asahu 'anil nisa. Abu Jahm ist eine Person, die seinen Stock nicht von der Schulter legt. Und Muawiyah ist arm. Er hat kein Vermögen. Heirate Usama. Er schlug ihr selbst einen Dritten vor. Eine dritte andere Person. Also das, was sie dir da erzählt haben, ist Quatsch. Wenn die Frau ihn nicht will, dann ist sie frei. Und diese Person hat gar kein Anrecht und er hat kein Bestimmungsrecht. Wer ist er, dass er denn bestimmen will, was eine fremde Frau zu tun oder zu lassen hat?